So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Zombie ist mir ja ständig abgeschmiert, deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Wir flippern einfach mal eine Runde. Ja, so einfach ist das. Und nein, verdammt, das wollte ich nicht. Wir sind hier auf Pinball Arcade. Das ist so ein Spiel, das habe ich mir schon vor längerem geholt. Das quasi emuliert real existierende Pinball-Tische. Flipper-Tische. Und wir gehen einfach mal die Liste von den Tischen, die ich besitze. Ja, man muss sie nämlich leider alle kaufen. Wir gehen sie einfach mal durch. Denn ich habe nur einen Teil bisher gespielt, den ich so kenne. Um bei weitem nicht alle. Gut, aber weil wir jetzt mit dem ersten Anfang, und das kenne ich auch schon. Attack from Mars. Return to battle, soldier! Fangen wir einfach mal damit an. Tisch von 1995, der ist also noch nicht ganz so alt. Hier unten können wir uns die Kugelfarbe aussuchen. Das Witzige natürlich mit bei, ein paar auch basierend noch an den Tischen. Aber das ist nicht wirklich was Schönes dabei. Deswegen bleiben wir auch mal klassisch, wenn ich es wiederfinde. Ach, da war er doch hier. Komm, so. Und starten einfach mal das Spiel. Mal gucken, wie die Steuer nochmal ging. Ja, alles klar. Und wie ich die Kamera nochmal hatte, das weiß ich gar nicht mehr. Es ist schon etwas sehr lange her, dass ich das mal gespielt habe. Ich glaube von hier oben. Machen wir das Spiel die Kamera mit, ich will die Kamera fest. So. Wir holen ja nochmal. Ja, das ist natürlich Attack from Mars. Warum es aber genau ging. Diese neumodernen Tische haben ja alle so eine kleine Art Story gehabt. Au. Ich glaube, man sollte in der Mitte halt irgendwie was aktivieren und somit halt die verschiedenen Hauptregionen der Erde quasi mit seinen Marsmenschen erobern. Indem man halt. Ah genau, Lightlock. Das ist nochmal. Ich hasse es immer, wenn er genau durch die Mitte geht. So. Gleich weiter hier. Oben kann man die kleinen Lichter halt lenken, indem man halt mit seinem, wie nennt man das nochmal, seinem Pinball-Arm halt Lichter wandern lässt und so wird halt die Reihe sein. Oh, meine Güte. Früher mal so gut drin, ey. Nee, wo ist er? Genau. Einer ist locked, einer ist drinnen. Das ist jetzt ein anderer Ball. Und ich glaube, die kann ich alle irgendwann freilassen und einen Multiball halt damit herausfordern. Jetzt muss ich in die Mitte halt damit. Jetzt muss ich in die Mitte. Na komm. Und. Hui. Und. Weiter, komm. Ach komm. Ach, genau. Wir müssen jetzt Turm von Pisa da irgendwie verteidigen. Ich glaube, verteidigen war das. Bin mir aber nicht so sicher. Und damit hat die Aliens zurückgeschlagen. Marsmenschen. In die Mitte rein. Und Italien! Damit schlägt man eine ganze Menge. Nochmal. Das ist schon der dritte Ball, ne? Ich muss da ein bisschen vorsichtiger sein. In der Mitte auch mal hier voll, oben voll kriegen. Und. Das war knapp. Irgendwie habe ich dich gerettet. So, das Tor hat sich jetzt in der Mitte komplett geöffnet, deswegen. Oder wie? Oh, wie doof war das denn? Nee, das kriegen wir noch besser hin.
Ach genau. Das ist das, wenn es ein echter Tisch wäre, dann könnte ich jetzt ein Freispiel dadurch gewinnen mit so einem Zufallsgenerator, die ich ja hier sowieso habe, weil es ja hier, ne? Komm, wir machen nochmal eine Runde. Das kriegen wir besser hin. So spät. Ja, ich muss leider im Fenstermodus spielen, denn das Spiel stürzt komischerweise ab, wenn du es im Vollscreen-Modus spielst und dann beendest. Dann hast du einen schwarzen Bildschirm, aus dem du nicht mal mit einem Taskmanager oder so rauskommst und musst dann den kompletten PC... Was war das denn für eine dumme Sache? Und musst dann halt den kompletten PC nochmal neu starten. Das ist total merkwürdig. Komm, jetzt müssen wir uns konzentrieren hier. Mach doch nicht wirklich so ein Gehampel. Komm. Das hat ja nochmal so einen Namen gehabt, diese Ecke. Tower of Pisa. Ah, aber die Mauer bleibt da jetzt offen. Also die Mauer nicht, ne? Der Weg zu den Aliens ist frei. Zum Raumschiff. Zum Fliegen der Unterklasse. Und wir müssen es bekämpfen. Komm. Na komm. Und jetzt müssen wir ihn. Oder hier rein. Ja, 50 Millionen. Mir ist ja schon relativ früh aufgefallen, es gibt wohl in der Geschichte der Flipper-Automaten starke Inflation. Sprich, die Punkte wurden immer höher. Es ging in die Millionen halt hoch. Na, wie jetzt hier. 200 Millionen kriege ich plötzlich. Früher waren das halt nur 10er oder 100er Stellen, ne? Was da wohl passiert ist. The Brandenburger Tor is in danger. Ich muss das Brandenburger Tor beschützen. Und schon wieder. Komm, nein, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Noch eine Runde. This just in, reports are coming in from all over the world. The Earth is under attack. An attack from Mars! Attack from Mars! Oh, damn! Ja, komm! Like Lock! Lock ist aktiviert. Das heißt, da muss dann der Ball rein. Ich weiß gar nicht, wo der genau ist. Ich glaube, da... Nee, das muss dann wohl der andere sein. Huiuiui. Genau. Ah, genau, jetzt sind die Marsmenschen da. Die müssen wir jetzt abfeuern. Gar nicht so einfach ist. Innerhalb einer bestimmten Zeit. Oben einmal. Verdammt. Ach, der Ball ist gelockt. Das ist schon mal gut. Jawoll! Jawoll! Jetzt haben wir Multiball. Also zumindest zwei. Wait. Nein! Ich krieg den aber noch mal rein! Ich krieg die alle wieder! Na komm! Scheiße! Krieg die auch noch mal wieder? Nee, jetzt ist vorbei. Jetzt muss ich aber hier die... Wo bin ich überhaupt hier? Ich glaube in Frankreich, ne? Nee, in London. Das ist ja hier, die, Tower Bridge. Das würde ich mir gleich übergeben. Gut. Erstmal mal geschafft. Well done. Well done. So, als nächstes blinkt da schon mal die US und A. Zweiter Ball gelockt. Genau. Und bei dem dritten kommen sie, glaube ich, alle wieder raus. Und dann gibt es den Multiball. We gotta save the Statue of Liberty. Die Statue of Liberty. We'll fight for our freedom. Ja.
komm. Oh, oh. Komm doch mal nach oben hin. Meine Güte. Ja, schön, 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 schön. Und zack. Oh, weiter denn jetzt? Okay, 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 okay. Und, ach man, jawoll! Der nächste USA befreit. Das hier. Nobody messes with the USA. Ja, extra Ball ist lit. Wenn ich den treffe, dann habe ich einen extra Ball. Ich habe sowieso erst Ball 1. Diesmal habe ich eine gute. Scheiße, ich hab's gesagt. Ich darf sowas nicht sagen. Oh, ja, ja. Oh Gott, da kommen sie alle. Run away. Hä, wo muss ich denn? Ja. Extra Ball. Extra Ball. Und dann noch hier Hope Bonus X. Wo muss ich denn nochmal da treffen? Wo muss ich? Ich glaube in der Mitte, ne? Ich glaube in der Mitte. Oh, 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 oh. Oh. Damn, aber es sah cool aus. Wie ich das irgendwie gekriegt habe. Mann. Shoot again! Shoot again, das ist mein extra Ball. Not you again! Wieder Master Tex. Marshall Tex. Man muss die grünen Dinger da treffen, die Figürchen quasi treffen. Einer ist da noch über. Bruder. So, wie komme ich da jetzt von hier? Oh, kurz bevor ich den Ball verloren habe. Alter, Alter, das war knapp. Der Multibau hat quasi erst diesen Ball gerettet. So, das war's dann mit dem Multiball. 16 habe ich getroffen. Der erste Ball ist weg. Der erste Ball ist weg. Meine Güte, ey. Wahnsinn. So, weiter geht's hier. Okay, Sackkrabble, Baguette, Fromage, komm mal her. Vina! Viva la France! Extra Ball! Extra Ball? Hab ich ihn gekriegt oder ist er lit? Ah! Boah, überfordert mich immer so. Und schon sind zwei schon wieder weg. Zwei habe ich noch. Oh, wieder weg. Hey! Ah. Shoot again! Muss ich jetzt schon sagen, das Spiel ist aufregender als Zombie. Wesentlich nervenaufreibender. Es stürzt zwar auch ab, aber ich kann es kontrollieren mit dem Fenstermodus. Nicht, was damit war. Das muss am Spiel liegen haben. Ich habe es mit Killerium getestet, aufgenommen und nichts passiert. Also nicht abgeschossen, ne? Das muss also echt im Spiel liegen. Naja, ist eben so. Ach nö! So, wir haben ja noch einen Ball. Trotzdem, nö. Das war jetzt unnötig. Das war doof. Diese Außendinger da. Outlane heißen, glaube ich, genau. So, da kommt schon. Oh, oh, was sagen hier? Ach, Mann. Nee, immer so. Was ist denn? Muss da drinnen bleiben und nicht wieder rausgehen. Jubala. You cannot defeat our force field. Ach, Mann.
Das wollen wir doch mal sehen. Was ist das wieder? Schon wieder Jack. Das ist doch geil mit den Püppchen. Oh, gleich drei auf einmal. Das heißt, ich brauche... Jawoll! Und der Multiball-Modus. Woo! Und der erste ist schon weg. Scheiße, aber den kriegen wir gleich ersetzt. Ah. Ja, das Force Shield noch nicht auf. So heißt das nämlich, die rote Mauer da oben. Oh Mann, oh. Das muss ich die immer noch treffen? Nee, was sagen? Ließen sich einfach nur kurz treffen. Oh, komm schon. Komm schon. Mach den da oben, setz den richtig. Oh, ich. Leider nicht immer diese Outline. Das ist. Oh, erste Fuck. Oh, 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 oh. Jawoll! So, wen befreien wir jetzt? We must save the Brandenburger Tor. Das ist ein Brandenburger Tor. Komm, wir müssen Berlin befreien. Na los. Oh, aber nicht so. Was mach ich denn da? Was mach ich denn da? Oh, komm rein da. Destroy the Martians! Genau, destroy the Martians. Nein! Oh! Berlin, ich bin frei, Berliner. Es tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Au! Oh. Au! Oh. Was? Ach. Moment. Was ist da hier mit? Wie früher, zu den guten alten Zeiten. Tja, das war doch mal eine gute erste Runde. Spannender ist das in der letzten Let's Plays mit Zombie. Was? Nur Dritter? 10 Millionen, Alter. Alles klar. Gut, das war's erstmal für die erste Folge. Das war Let's Play Pinball Arcade mit Attack from Mars. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn, dann lasst mal einen Kommi da. Oder auch ein Like, das wäre ganz nett. Und erzählt's weiter. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge mit dem nächsten Tisch, den ich vielleicht heute aber noch aufnehmen werde. Aus Zeitgründen. Bis morgen.